Okay, was haben wir denn hier? Ja. Die Haut ist gerötet, sie schuppt, juckt und verkrustet. Neurodermitis verläuft oft in Schüben. Zwar ist die Krankheit nicht heilbar, aber die Symptome lassen sich lindern und hinauszögern. Das ist ein Artikel von Spiegel Online und das ist ein toller Artikel, nur leider fragt in diesem Artikel niemand die Leute, deren Körper tatsächlich an Neurodermitis erkrankt ist. Und für die, deren Körper an Neurodermitis erkrankt ist, die wissen, okay, es geht um mehr als nur den Juckreiz. Ja, der Juckreiz ist eine Sache, aber was dahinter, was dazu kommt, ist noch die Suche nach dem Warum. Okay, der ganze Alltag wird hinterfragt. Okay, warum kratze ich mich jetzt? Ich habe gestern dieses Stück Kuchen gegessen, lag das etwa daran? Oder ich habe vorgestern mich mit einem Kumpel getroffen, der hatte seinen Hund dabei, lag das jetzt an dem Hund? Oder habe ich einfach mein Bett nicht richtig gemacht? Oder woran lag das jetzt? Und da gibt es auch ganz viele Expertenmeinungen im Internet, von Medizinern, von Ärzten. Und ich habe zum Beispiel so einen Artikel, von der Apothekenumschau tatsächlich. Der heißt Juckreiz stoppen bei Neurodermitis. Hier steht, die Erkrankung selbst ist nicht heilbar. Doch mit Geduld und Disziplin können Patienten viel erreichen. Besonders wichtig ist eine optimale Pflege der Haut. Das ist anscheinend Tatsache, weil das ist von einer anerkannten Quelle. Also ich erinnere mich noch damals an meine Tatsachen. Eine Tatsache war zum Beispiel, das hat der Apotheker zu mir gesagt, ja, Tatsache ist, diese Creme brennt nicht. Die kannst du auftragen und die wird keine Rötung verursachen, die wird nicht brennen, gar nichts. Hat dummerweise doch gebrannt, hat dummerweise doch Rötung verursacht. Merkwürdig. Eine andere Tatsache kommt von einem behandelnden Arzt damals, der zu meinem Vater, glaube ich, sagte, okay, ihr Sohn wird nicht mehr in der Lage sein, ein normales Leben zu führen aufgrund der Einschränkungen durch die Krankheit. Okay, ich stehe jetzt hier und führe ein normales Leben. Also, wo ist der Punkt? Kommt noch eine Tatsache. Ne? Noch eine Tatsache zum Beispiel wird ja derzeit immer noch behauptet, 2017, es wird immer noch behauptet, Neurodermitis ist nicht heilbar. Ist auch eine der großen wissenschaftlichen Tatsachen. Und was auch interessant ist zu wissen, dass bereits Tausende von Menschen die Krankheit hinter sich gelassen haben, keinerlei Symptome mehr haben, keine Kratzanfälle mehr haben und gar nichts. Und da muss man sich fragen, okay, Neurodermitis ist ja anscheinend doch heilbar. Ja, Neurodermitis ist heilbar, klar. Und warum verstehen das oder warum erforscht das keiner? Oder warum denken immer noch die Mediziner alle, dass Neurodermitis tatsächlich nicht heilbar ist? Woher kommt das? Ja, die Wissenschaftler, die machen das schon gut, die erforschen, die sehen, okay, die Haut juckt auf jeden Fall, man merkt es, forschen zurück, okay, warum juckt diese Haut, warum greift der Körper sich selbst an, denn das ist ja das, was man tut, man kratzt sich, man kommt zurück darauf, dass Neurodermitis tatsächlich eine Autoimmunerkrankung ist, das heißt eine Überfunktion des Immunsystems, das auf einmal den Körper als Feind sieht und den versucht anzugreifen mit trockener Haut, mit Juckreiz. Und da sagt man, okay, das ist der Grund dafür. Aber was ist der Grund für die Überfunktion des Immunsystems? Und da wird es langsam interessant, weil da sagen dann die Experten, ja, das sind erbliche Bedingungen. Das hat was mit den Genen zu tun. Okay? Okay, verstehe. Auch mit Umwelteinflüssen, aber es hat viel mit den Genen zu tun. Okay? Das ist aber merkwürdig, denn es gibt viele Forscher, die eben sich nach den Leuten richten, die diese Krankheit überstanden haben und auch allgemein auf Leute richten, die viele Krankheiten überstanden haben, die als nicht heilbar gelten. Und dabei kommt nämlich raus, das ist das Wissenschaftsgebiet der Epigenetik, dass die Gedanken unseres Verstandes einen wesentlichen Einfluss auf die Zellen haben. Also, einfach gesagt, die Art, wie wir die Welt sehen, steuert das Verhalten unserer Zellen. Da wird eindeutig, es gibt ganz viele Statistiken zu und so weiter, eindeutig belegt, dass diese Erkrankungen nicht erblich bedingt sind, dass es sich nicht um Gene handelt.
um Genfaktoren, die da eine Rolle spielen. Wer sehr tiefer gehen will, einmal gibt es den US-amerikanischen Forscher Bruce Lipton, der hat tolle Bücher geschrieben, hat aber auch ein Hörbuch. Wer das nicht lesen möchte, kann das gerne anhören. Gibt es bei Audible oder so, ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt auch woanders. Jetzt stellt man sich aber die Frage, okay, warum ist das denn so, dass die aktuelle Wissenschaft, der Stand der Wissenschaft immer noch behauptet, die Krankheit ist nicht heilbar? Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will, und dafür musste ich jetzt auch lange ausholen, aber es ist wichtig, und zwar die Wissenschaft oder die Pharmamedizin, die diese Wissenschaftler finanziert, die wollen gar nicht, dass solche Krankheiten geheilt werden. Denn an dem Leid der Patienten, an dem Leid der Betroffenen wird Geld verdient. Und dadurch werden Forschungen subventioniert, die mit dem Ergebnis einhergehen, dass solche Erkrankungen nicht heilbar sind. Ohne jetzt direkt die Mediziner alle zu verteufeln und die ganzen Cremes und so weiter. Es kann sein, dass die Cremes helfen, ja, aber sie helfen im Bereich der Ursache, der Symptome, nicht im Bereich der Ursachen. Und das muss man wissen. Wenn es eine neue Creme gibt, die auf einmal auf den Markt kommt, muss man das wissen, dass es wirklich darum geht, dass hier massiv Geld verdient wird. Und aus dem Grund, dass so viel Geld verdient wird mit der Heilung der Krankheit, möchte ich jetzt hier einen Weg aufzeigen, der komplett ohne Medikamente funktioniert. Und zwar geht es bei Neurodermitis, wie bei allem im Leben, darum, die Krankheit anzunehmen. Erst wenn ich die Krankheit annehme und ich sie akzeptiere, schaffe ich damit den Grundstein, dass sie wieder gehen kann. Das ist das einfachste Prinzip. Wenn wir jetzt uns anschauen, was die Pharmaindustrie derzeit macht, die Ärzte und die Apotheker, dann geht es da viel mehr um Disziplin. Es geht viel mehr um Durchhaltevermögen. Das mag an einem bestimmten Punkt hilfreich sein, aber Disziplin und Durchhaltevermögen helfen uns nicht dabei, Dinge anzunehmen, sondern Disziplin und Durchhaltevermögen schotten uns ab von den Dingen, die wir eigentlich annehmen müssten, um die wir uns kümmern müssten, die wir vielleicht mal hinterfragen sollten. Und Disziplin und Durchhaltevermögen schaffen eine gewisse Distanz. Die Art, wie ich mich von der Krankheit lösen konnte, war in erster Linie durch Meditation, durch psychedelische Erfahrungen, aber auch durch initiative Erfahrungen. Und diese Prinzipien, diese Elemente liegen bestimmten Prinzipien zugrunde. Und diese Prinzipien sind überall anwendbar und die findet man im alltäglichen Leben ebenfalls. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, geht es darum, die Krankheit anzunehmen. Aber nicht nur anzunehmen, sondern auch zu schätzen, schätzen zu wissen. Wenn wir uns kurz zurückversetzen in einen Moment, der vielleicht schwierig war in der Krankheitsphase, wo vielleicht so Gedankengänge aufgekommen sind wie, nimmt das denn kein Ende, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Aufkratzen der Haut, die ganze... Ich habe keine Ahnung mehr, ich kann mich gar nicht mehr frei bewegen, ich habe gar keine Möglichkeit mehr, das zu machen, was ich will, ich habe gar keine Möglichkeit, Freunde zu treffen, weil die sehen das ja sofort, wie soll ich mich im Freibad verhalten, was soll ich machen, wenn ich ein T-Shirt anhabe, aber die Hände sind offen und die Arme sind offen, wie soll ich mich verhalten? Das sind vielleicht schwierige Zeiten, mit denen man sich schwer auseinandersetzt. Aber wenn man jetzt den Gegenpart sieht von dieser Krankheit, von der Neurodermitis, dann müssen wir auch den Teil sehen, das fällt uns vielleicht sogar schwieriger, den Part, der uns tatsächlich geholfen hat. Wobei, und das ist der erste Schritt, um die Krankheit anzunehmen, wobei hat die Krankheit dir persönlich geholfen? Was war eines der schönsten Erlebnisse der Krankheit? Ich kann nur sagen, dass ich durch die Krankheit zum Beispiel Menschen getroffen habe, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin. Ich habe keine große Schwierigkeit gehabt, mich von den Menschen, die Menschen zu erkennen, die nicht zu mir gehören und die Menschen zu erkennen, die zu mir gehören, die bis heute bei mir geblieben sind.
das ist ein wundervoller Aspekt dieser Krankheit. Und die Krankheit zu sehen und zu sagen, okay, was hat sie mir gebracht? Was hat diese Krankheit mir gebracht? Und noch ein Stück weiter zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht ist das ja gar keine Krankheit, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Vielleicht ist das ja ein Stück Freiheit. Und jetzt sich daran zu tasten und mal zu probieren und mal zu schauen, Moment mal, könnte die Neurodermitis für mich vielleicht sogar ein Geschenk sein? Dieses Bewusstsein, das können wir uns im Alltag schaffen und das können wir durch, durch separate Aufgaben machen. Beides sollten wir machen. Das heißt, eine konkrete Möglichkeit ist im Alltag, sich zu fragen, okay, in bestimmten Situationen, okay, ich merke, die Krankheit schränkt mich gerade irgendwie ein und dann aber zu suchen, okay, was habe ich denn tatsächlich gewonnen? Was ist toll daran, dass ich Neurodermitis habe? Was ist das Gute daran? Natürlich kann man sich auch einen Stift und ein Papier nehmen und dann aufschreiben, okay, was finde ich, was ist nicht so cool an der Krankheit und was ist tatsächlich hilfreich an der Krankheit? Was finde ich toll an der Krankheit? Weshalb bin ich froh, dass ich Neurodermitis habe? Auch im Alltag. Wenn es darum geht, okay, ich merke, die Haut juckt und ich muss kratzen. Was sagen die Ärzte? Was sagen die, vielleicht auch die Eltern? Was sagen die Apotheker? Ah, nicht kratzen, versuch aufhören zu kratzen. Okay? Mein Vorschlag, mal so viel zu kratzen, wie es überhaupt geht. Das heißt, keine Einschränkung im Kratzen. Wenn man sich kratzen will, dann auch gekratzt werden. Einzige Bedingung, das muss bewusst getan werden. Was meine ich damit? Wenn der Juckreiz kommt, dann muss man unterscheiden zwischen einer Reaktion, okay, ich kratze jetzt, oder zu einer bewussten Aktion. Ich sage, okay, es juckt jetzt, oder okay, ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, dass ich jetzt da kratze, weil es mir Linderung bringt. Und dann auch bewusst zu kratzen. Und egal welche Wunden und egal was dadurch passiert, in erster Linie dauert der Juckreiz nicht mehr so lange. Und zweitens wird dadurch das Gehirn beschäftigt sich auf einmal tatsächlich mit der Ursache und es wird bewusst, dass dieses Verhalten nicht zum Wohlergehen des Organismus dient. Die Medikamente symbolisieren mir, okay, ich kann einen Lebensstil leben, den ich leben möchte. Es ist scheißegal, weil ich nehme ja die Medikamente. Und wirklich hier die Verantwortung zu sagen, okay, nein, ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich tue, was mein Körper tut. Und ich mache das bewusst. Wenn ich kratze, kratze ich bewusst. Und wenn ich es vermeiden möchte, dann habe ich auch die Möglichkeit, es jederzeit zu vermeiden. Dann sich auch Gedanken darüber zu machen, okay, in welchen Situationen kratze ich? In welchen Situationen kommt der Juckreiz? Welche Gedanken denke ich, bevor ich mich oder währenddessen ich mich kratze? Was passiert genau mit meinem Körper, wenn ich kratze? Und dann sich langsam dafür zu sensibilisieren, in welchen Situationen das auftritt. Dann vielleicht auch mal zu hinterfragen, okay, die Situation, war das früher schon so? Ab wann habe ich angefangen, mich zu kratzen? Da das ziemlich viele Informationen waren, noch einmal kurz zusammengefasst. Was kann ich tun, um Neurodermitis zu heilen? Erstens, das Annehmen der Krankheit im Alltag, dadurch, dass ich bewusst kratze, dass ich mir merke, wann ich kratze, dass ich überlege, weshalb tue ich das und mich damit auseinandersetze und separat mit einem Stift und Papier aufzuschreiben, was bringt mir die Neurodermitis, also was hilft mir, was bringt die mir Tolles im Leben und was gibt die mir nicht so Tolles im Leben, also beide Seiten aufzuschreiben. Dann zweitens, einmal die Lebenssituation zu hinterfragen. Was habe ich zurzeit in meinem Leben? Wie sieht meine Lebenssituation aus? Einmal natürlich im Alltag, bestimmte
Gewohnheiten hinterfragen, bestimmte Abläufe hinterfragen. Mache ich das? Mache ich das, weil ich das so möchte? Und natürlich auch später möglich, natürlich mit einem Stift und Papier aufzuschreiben, okay, wie sieht mein Leben aus? Einmal auflisten und daraus zu sehen, okay, was davon habe ich mir ausgesucht? Was möchte ich tatsächlich in meinem Leben haben davon? Und dann drittens, sich der Veränderung, der positiven Veränderung bewusst machen. Auch im Alltag möglich. Das heißt, wenn ich mich in einer Situation befinde und merke, oh, in einer Stresssituation vielleicht, oh, ich kratze nicht, dann sich das bewusst machen, sich einen Moment nehmen und sagen, okay, wow, ich merke das, ich kratze nicht, geil, finde ich super, finde ich toll. Und natürlich auch nachher mit einem Stift und einem Papier aufzuschreiben, okay, welche Veränderungen spüre ich? Wie fängt es sich an, die Verbesserung sich niederzuschlagen? Was passiert mit meinem Körper? Okay, das waren viele Informationen, steht aber alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn Fragen aufkommen, ich beantworte die Fragen. Mein Name ist Lars Krieger und auch wenn derzeit noch viel Geld für konventionelle Heilmethoden ausgegeben wird, es gibt in jedem Bereich Forscher, die unabhängig forschen und die in der Lage sind, selbst Krankheiten wie Krebs zu heilen. Also, wer sucht, der findet auch.